Hallo liebe Campingfreunde, ihr seid heute hier mit mir auf dem Firmengelände der Firma Moser Caravaning in Mainz. Und bei mir steht die Susanne Moser. Hallo. Hallo Björn. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir ein kleines Videochen hier heute zu drehen. Es wird, glaube ich, ganz interessant, weil wir gucken uns zum einen so ein bisschen euer Firmengelände an. Du führst mich ein bisschen rum, was hier so alles steht. Und das ist auch schon ein gutes Stichwort, was hier so steht. Wir reden auch so ein bisschen über die aktuelle Marktsituation, über die Entwicklung. Und ja, alles so, was so ein bisschen links und rechts dazugehört, wird also sehr interessant, bleibt dran. Und wir laufen einfach mal los. Ihr habt ein sehr, sehr großes Firmengelände hier. Euch gibt es schon richtig, richtig lange. Also ich weiß noch, mein Opa, der hat früher hier bei euch schon eingekauft. Und ja, vielleicht kannst du dazu einfach ein bisschen was zu erzählen, zur Geschichte von Moser. Ja, gerne. Lass uns mal Richtung Halle laufen. Ja. Ja, unsere Firma existiert schon seit 1959, die letzten Jahre stetig erweitert worden. Wir sind bis 2005 exklusiv Hümerhändler gewesen und 2005 haben mein Mann und ich die anderen Marken dazu genommen. Wir haben jetzt unter anderem noch Carthago, Malibu, Pössl und Adria mit im Programm. Ja, wir haben also sehr viele Fahrzeuge in unserer Ausstellung. Aktuell haben wir, glaube ich, etwa 160 Fahrzeuge noch da über die Marken verteilt, was ihr euch ansehen könnt. Dazu kommen noch mehrere verkaufte, die wir auch vorrätig haben und erst später ausliefern, die auch noch zur Anschauung da sind. So, jetzt sind wir bei uns hier in der Hümerhalle und auch aus Übergabehalle. Das heißt, hier stehen auch die Fahrzeuge, die jetzt die morgen ausgeliefert werden, wo die Kunden dann morgen eine Einweisung in die Fahrzeuge bekommen. Okay. Und erklärt bekommen, wie alles funktioniert. Also nicht nur, das heißt zwar Hümerhalle, aber hier werden alle Fahrzeuge übergeben, auch die nicht Hümer sind? Genau, hier werden alle Fahrzeuge der Hersteller übergeben. Hier haben wir halt einen trockenen Bereich und es ist auch ein bisschen wärmer wie draußen. Das ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja jetzt Mitte Februar, es ist eisekalt. Heute Morgen hatten wir minus 4 Grad. Ja. Und ja, wir müssen das Opfer aber eingehen, weil der Hof ist jetzt voll. Ihr habt mega viele Fahrzeuge hier stehen. Ja. Wir wissen, letztes Jahr, wenn man dann irgendwann zu spät kam, dann sah es da nicht mehr ganz so gut aus. Da musste man ja Abstriche machen. Da hat man nicht mehr die komplette Auswahl gehabt. Ne? Das stimmt. Also wir haben alles gekauft, was wir kriegen konnten von den Herstellern. Wir haben im Moment, was ihr seht, hier hauptsächlich Mercedes stehen in dem Bereich hier. Drüben, wenn wir nachher aufs andere Gelände gehen, habe ich sehr viel Citroën stehen von Pössl und auch von Adria. Und dann haben wir von Carthago auch Mercedes und Iveco da. Leider hat uns Fiat, beliefert uns immer noch nicht gut. Okay. Fiat ist so unser Problemkind zurzeit in der Lieferung, in der Lieferkette. Wir haben also sehr, sehr lange Lieferzeiten mit Fiat und auch Rückstände. Wir sind über ein Jahr im Lieferverzug mit Fiat. Oh, wow. Okay. Aber es betrifft ja nicht nur euch, also das ist die ganze Branche betroffen. Und das hatten wir auch auf der CMT, finde ich, in Stuttgart ganz gut gesehen. Sehr, sehr viele Hersteller gehen jetzt hin und bauen auf Ford, auf Mercedes, ja, auf Citroën. Und ja, da hat sich schon ein bisschen was geändert, ne? Weil der Ducato war ja an sich schon so ein bisschen, na, ich sage jetzt mal, das Standardmodell eigentlich. Ne? Also gerade so im günstigeren Bereich. Stimmt. Also ich kann mich noch erinnern, vor ein paar Jahren haben wir 80-90% aller Fahrzeuge mit Fiat verkauft. Heute hat sich das gerade gedreht. Also ich habe die letzten Monate, habe ich eine Handvoll Fiats vielleicht auf den Hof bekommen, wenn überhaupt. Und das ist noch abzusehen, dass es dieses Jahr noch anhält mit der Lieferschwierigkeit von Fiat. Deswegen haben wir uns so ein bisschen konzentriert jetzt auf die anderen Chassishersteller. Also wir verkaufen zurzeit sehr, sehr viel Mercedes-Fahrzeuge und ja, in dem Kastenwagenbereich einfach die Citroën-Basis. Okay. Du hattest es jetzt gerade gesagt, ein Jahr Wartezeit bei Fiat. Das betrifft aber Fahrzeuge, die ihr schon bestellt habt, oder? Also wenn ich jetzt als Kunde komme und bestelle jetzt neu und sage, ich möchte gerne einen Fiat Ducato haben, dann ist es unter Umständen noch länger, oder? Ja, also zurzeit offiziell sagt man ein Jahr Lieferzeit, wobei ich das sehr optimistisch sehe mit dem Jahr, also eher oder pessimistisch gesagt. Also ich gehe eher von anderthalb Jahren Lieferzeit aus, weil Fiat äußert sich nicht, wie es weitergeht. Wir haben ja noch jetzt die Umstellungen dieses Jahr, die anstehen von Ducato 8 auf Ducato 9, wo sich die Produktion immer wieder weiter nach hinten verschiebt.
Und da hattest du mir auch schon gesagt, Ducato 9, weil ich da jetzt nicht so gut informiert war vorab, da ändert sich jetzt für den Kunden rein optisch und von nicht so viel, ne? Nein, also der Kunde wird den Unterschied nicht sehen optisch. Am Armaturenbrett, das wird gleich bleiben. Also da wird der Kunde nur in den Papieren den Unterschied sehen. Okay. Und wie sieht es jetzt aus bei den anderen Marken, wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte jetzt einen bestellen auf Citroën oder auf Mercedes-Basis? Oder? Also wir können Citroën und Mercedes und Iveco noch alles liefern dieses Jahr. Dieses Jahr noch? Ja. Also wenn ich jetzt frei konfiguriere? Ja. Wie sieht das dann aus? Wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass das Fahrzeug dann auch so kommt, wie ich es bestellt habe? Das ist ja auch immer so ein Thema mit Sonderausstattung. Also die anderen Hersteller liefern sehr zuverlässig. Wir haben nur bei Fiat das Thema mit der Nichtbelieferung. Ach krass, okay. So, wenn wir jetzt hier rüberlaufen, also wenn wir jetzt... Also jetzt sind wir aus der Hümerhalle raus, jetzt ja. Kommt ja die nächste Frage. Was für Fahrzeuge habt ihr hier alles? Welche Marken? Also wir haben Sunliving hier auf der einen Seite mit der Muttergesellschaft Atria. Also Atria haben wir Reisemobile, Sunliving haben wir auch Reisemobile und Kastenwagen. Dann haben wir natürlich ein Riesenangebot an Karthagos. Wir sind seit 15 Jahren der größte Händler in Deutschland für Karthago. Das heißt, da habe ich normalerweise sehr, sehr viel vorrätig. Jetzt haben wir begrenzt natürlich Fiat nur im Angebot, was halt gekommen ist. Ansonsten hauptsächlich Mercedes Iveco. Aber dadurch, dass wir schon seit Jahren der größte Händler sind, habe ich auch immer den Anspruch, dass wir alle Grundrisse vorrätig haben und zeigen können. Und ja, da können wir dieses Jahr auch noch alles liefern. Was schätzt du denn selbst ein? Jetzt haben wir Februar, wie gesagt. Wie lange dauert es jetzt noch, bis hier die Kunden wahrscheinlich die Bude einrennen und bis dann wieder alles leergefegt ist? Normalerweise geht die Saison an Ostern immer los. Also das heißt, Startschuss Campingsaison ist Ostern. Im Moment ist noch ein bisschen frisch um Karneval. Wir haben jetzt Karneval in Mainz. Da ist immer sehr ruhig bei uns auf dem Hof. Das heißt, wenn man die große Auswahl haben möchte, dann ist man jetzt eigentlich genau richtig. Ja, ich denke mal jetzt, jetzt im März, wenn wieder die Tage länger werden und es wieder wärmer wird, dann kommt die Lust auch wieder hoch auf Camping. Generell, wie ist so eure Prognose für das Jahr 2023? Also die letzten Jahre liefen ja wirklich verrückt, was die Verkaufszahlen angeht. Gibt es da irgendwelche Prognosen, mit denen ihr rechnet? Also das Interesse an Camping ist immer noch sehr, sehr groß. Und ich denke mal, dass das auf jeden Fall noch 2 Jahre anhalten wird, weil auch es immer noch auch Unsicherheiten gibt mit Flügen oder je nachdem, in welche Länder man fliegen will. Ja. Denke ich, dass es auf jeden Fall noch 2 Jahre anhält, der Boom. Das sind jetzt alles Fahrzeuge, die noch nicht verkauft sind? Die sind noch alle nicht verkauft, sind alles Citroëns von Pössl, genau. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen, das sind alles verkaufte Fahrzeuge. Und die sind dann, alle schon verkauft, okay? Genau. Ja, Wahnsinn. Also das ist, wenn man jetzt die schon verkauften mit einbezieht, dann sind sogar über 200 Fahrzeuge, die hier dann stehen. Dann haben wir über 200 Fahrzeuge stehen, genau. Unglaublich. Ja, dann wäre noch so eine interessante Frage, die sich alle stellen. Wie schätzt ihr denn als Insider das mit den Preisen so ein? Das ist ja Wahnsinn, was da seit, wann ging das los? 2018, 2019? Das ist ja Wahnsinn, was da abgelaufen ist mit den Prozenten. Ja, jedes, gab es einzelne Jahre, die gingen dann sogar zweistellig hoch mit den Prozenten, oder? Ja, so letztes Jahr war extrem. Also wir haben teilweise Hersteller zwischen 15% und 20% angezogen seit einem Jahr jetzt. In einem Jahr? Seit einem Jahr, ja. Also die Preise sind wahnsinnig hochgegangen. Ja, die Hersteller wissen es im Moment selbst nicht. Die können auch nicht kalkulieren. Wir werden im Moment nach Lieferung berechnet und nicht nach einem Festpreiskatalog. Preislisten werden gar nicht mehr gedruckt, sind nur noch im Internet online abrufbar seit letztem Jahr. Und ja, also die Preisspirale, ich hoffe, der Höchststand ist mal erreicht. Leider haben wir auch pro Modelljahr immer eine Preiserhöhung. Das heißt, das nächste Modelljahr ist immer zum Caravansalon Düsseldorf angekündigt. Ja.
Und da wird die nächste Preiserhöhung spätestens kommen von den Herstellern. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist schon... Also es hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie so der eigene Geldbeutel aussieht und was man bereit ist zu investieren. Aber ich behaupte mal, dass die Schmerzgrenze beim Großteil der Bevölkerung schon erreicht ist, was die Preise angeht. Ja. Wäre ganz nett, wenn das nicht noch, wenn das mal ein Ende finden würde. Weil natürlich die Zeiten haben sich ja auch für die Kunden geändert. Ne? Also es sind unsichere Zeiten und jeder überlegt jetzt schon ein bisschen mehr, wie investiert er das Geld. Das stimmt. Also auf der anderen Seite, du weißt halt auch nicht, was das Geld mehr wert ist nächstes Jahr. Ne? Das kann ja in alle Richtungen im Moment gehen. Das ist einfach verrückt. Ja, es ist alles teurer geworden und leider sind auch die Fahrzeuge teurer geworden. Ja. Okay. Ja, super. Also wenn ihr ein Fahrzeug sucht, dann habt ihr im Moment eine riesen Auswahl hier bei Moser. So, und dann würde mich jetzt noch interessieren, so eine kleine Statistik, welche Fahrzeugtypen, Campertypen gehen denn so am besten bei euch? Ne? Also der Kastenwagen ist ja sehr, sehr am Kommen in den letzten Jahren. Hast du da Zahlen parat zufällig? Ja, es ist also echt verrückt. Wir haben so bis 2016, 2017 von unserem gesamten Verkaufszahlen im Jahr vielleicht 15% Kastenwagen verkauft. Heute liegen wir da etwa bei 60%. Dann kannst du mal sehen, wie sich die letzten Jahre entwickelt hat. Der Kastenwagenverkauf nimmt immer mehr zu, immer mehr Neueinsteiger und auch junge Leute gehen auf den Kastenwagen. Das ist natürlich... Auch ältere Leute, oder? Auch ältere Leute, das finde ich schon das Erstaunliche, weil man könnte ja meinen, dass das Kastenwagen-Ding jetzt eher so ein... Ja, die Vanlifer, sagt man ja so schön heutzutage, ne? Dass das so die jüngste Generation der Camper ist, die Kastenwagen kauft. Aber es sind auch sehr, sehr viele alte oder ältere Leute, die Interesse an Kastenwagen haben. Ja, ich denke mal, das sind auch die sportlich jung gebliebenen Leute. Wenn du irgendwie mal übers Wochenende mit dem Fahrrad weg willst oder willst mal nach Holland zum Sport oder zum Camping übers Wochenende fahren, dann ist es einfach, bist du schneller in der Fortbewegung, weil das sind ja alles Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen, da darfst du dann schneller fahren wie 100. Weil bei den Großen, die jetzt mit 4,250, 4,5 und noch schwerer zugelassen sind, darfst du ja nur 100 auf den Straßen fahren. Insofern ist da der Kastenwagen schon sehr im Trend, vor allen Dingen auch von der Größe her. Er ist kompakt. Ja, du hast Fahrzeuge mit 5 Meter, 5,40, 6 Meter, 6,40. Und das sind halt sehr kompakte Fahrzeuge, die auch oft als Alltagsauto genutzt werden. Hier haben wir zum Beispiel eine Neuheit bei uns im Haus. Wir haben die Firma Kammann wieder aufgenommen. Die hatten wir 2005 schon mal im Haus, damals mit den Colorados auf VW-Basis. Und wir haben heute geschaut, was wir noch zusätzlich an Chassis-Herstellern bekommen. Die Firma Kammann baut auch mit Ford auf. Und jetzt haben wir uns dieses Jahr dazu entschlossen, wieder mit Kammann zu starten, die wir schon mal im Haus hatten vor ein paar Jahren. Ja, das ist so preislich heutzutage so mitunter, ich will nicht sagen das günstigste, aber das ist schon so das günstige, oder? Du meinst so jetzt auch Ford-Basis oder? Nee, ich meine generell als Kastenwagen. Ja, Kastenwagen sind vom Preis her die günstigsten Reisemobile, die du bekommst. Ich meine jetzt auch hier diese 58.000. Das ist jetzt vom Preisgefüge ist das, was einen Kastenwagen angeht, jetzt schon ein günstiges Mobil, oder? Ja, das stimmt. Also wir hatten bis vor 2 Jahren noch, hatten wir Fahrzeuge im Kastenwagenbereich, die haben bei Anfang 40 angefangen. Ja, das ist das Da steht jetzt mit einer 4 davor, kriegst du heute keinen Kastenwagen. Die Zeit kann man nicht zurückdrehen, auch ihr nicht. Das stimmt, ja. Also heute steht mindestens eine 5 davor und ganz, ganz oft auch eine 6 oder eine 7. Ja. Okay, und dann haben wir ja nicht nur Kastenwagen, sondern wir haben auch noch die normalen Wohnmobile, teilintegrierte, vollintegrierte, Alkoven. Wie ist denn da so bei euch so die Aufteilung? Also man hat ja so das Gefühl als Camper, dass die Teilintegrierten so am besten laufen auf dem Markt. Ist bei euch nicht ganz so, weil es auch so ein bisschen von der Marke abhängt, ne? Genau, also bei uns ist es eher so, dass wir sehr viel Vollintegrierte verkaufen, weil unsere Hersteller Hümer und Carthago sehr viel Vollintegrierte Fahrzeuge bauen.
und dementsprechend auch bei uns im Verkauf sehr viel Vollintegrierte verkauft werden, also Teilintegrierte auch. Ich habe nur einen einzigen Hersteller, der die Alkovenmodelle anbietet. Da haben wir hier den Atria auf der rechten Seite. Das ist unser einziger Hersteller, den wir haben, wo wir Alkoven anbieten können. Also ich muss sagen, ich finde den Atria Coral, heißt er ja, glaube ich, ist so mitunter der schönste Alkoven, den es auf dem Markt gibt. Ja, also ich finde Atria auch sehr schön. Wir haben Atria ja erst seit 2018 bei uns im Haus, haben wir bewusst aufgenommen. Wir haben unser Portfolio in den letzten Jahren immer mal wieder erweitert um den einen oder anderen Hersteller. Und Atria bietet super moderne Fahrzeuge, die einfach sehr schön innen, sehr hell gehalten sind und von den ganzen Fronten her und vom Design her sehr klar definiert sind und einfach eine tolle Optik von innen und außen haben. Dann hätten wir zum Abschluss noch eure letzte Halle, ne? Die wir mal reinschauen. Ja, möchtest du mal in die Ausstellungshalle, in die alte sozusagen, genau, gehen? Oder? Genau, das okay. Also hat hier quasi alles angefangen oder? Mit ja. Das hatten wir, glaube ich, in dem Video jetzt noch nicht erzählt. Die Firma wurde vor über 60 Jahren gegründet und der Senior Moser, Alois Moser, der hat ja auch damals den Herr Hümer gekannt und auch für ihn gearbeitet, ne? Ja, also die Firma hier ist 1959 gegründet worden und 2 Jahre vorher hat er zusammen mit dem Erwin Hümer die ersten Wohnwagen gebaut und auch entwickelt am Band damals in Bad Waldsee. Und ja, es bestand eine langjährige Freundschaft auch mit der Familie Hümer und meinen Schwiegereltern zusammen über lange Jahre. Und wir sind ja auch bis 2005 exklusiv Hümer-Händler hier gewesen am Standort. Und erst 2005 haben wir dann die anderen Hersteller dazugenommen, mein Mann und ich. Ah ja. Okay, super. Ja, Susanne, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns so einen kleinen Überblick gegeben hast über euer Firmengelände und auch über die aktuelle Marktsituation. Ist ja schon sehr interessant für uns Campingfreunde. Und ja, also ältester Hümer-Händler von Deutschland, ne? Genau, ältester Hümer-Händler, größter Karthago-Händler seit 15 Jahren. Und, kann nicht jeder sagen. Genau. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Wenn es euch hier gefallen hat auf dem Firmengelände, kommt mal vorbei zu Moser Caravaning in Mainz-Hechtsheim. Und ja, die Susanne begrüßt euch bestimmt gerne. Danke, dass du da warst, Björn. Vielen Dank. Ciao. Ciao.